Herzlich willkommen zu den Nachrichten in dieser Woche. Mit Bestmarken ging die diesjährige IFAD-Entsorger in München zu Ende. Insgesamt präsentierten sich 2.939 Aussteller auf 215.000 Quadratmetern. Dabei war die Internationalität so hoch wie nie. Von den 125.000 Besuchern kamen rund 75.000 aus dem Inland und gut 50.000 aus dem Ausland. Höhepunkt war auch das Konferenzprogramm. Über 16.000 Teilnehmer nahmen an den rund 320 Vorträgen und Diskussionen zu Top-Themen wie unter anderem Wasserwirtschaft oder Waste-to-Energy teil. Die nächste IFAD findet übrigens vom 5. bis 9. Mai 2014 statt. Die RTM-Fitting-Technologie von Uponor wurde beim Plus X Award als Fitting-Technologie des Jahres mit dem Siegel Bestes Produkt des Jahres ausgezeichnet. Die internationale Jury begeisterte vor allem die hohe Produktqualität und die Funktionalität des Fittings mit integrierter Pressfunktion. Die Technologie verbindet leistungsstarke Hightech-Komponenten mit dem Kunststoff PPSU und Carbonstahl. Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V., abgekürzt BTGA, so lautet der neue Verbandsname des bisherigen BHKS, Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik, Technische Gebäudesysteme e.V. Diese Namensänderung trägt der Entwicklung Rechnung, dass die Mitglieder der Verbandsorganisation mittlerweile ein deutlich breiteres Spektrum in der Haus- und Gebäudetechnik abdecken, als dies mit dem bisherigen Verbandsnamen zum Ausdruck kam. Die Nordwesthandel AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis zurück. Heversberg. Sie kommen ja als Vorstandsvorsitzender in ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, wie wir eben hören konnten. Wie lautet Ihr Kommentar zu den Zahlen? Also ich will die Zahlen nicht als historisch gut sehen, aber sie sind außergewöhnlich gut. Und wir freuen uns, dass sie so gut sind, dass das Unternehmen in wirtschaftlich stabiler Verfassung ist und dass es damit die Basis für weitere Expansion bildet. Sie haben ja in allen drei Geschäftsfeldern zulegen können. Worüber freuen Sie sich jetzt in der Zukunft am meisten? Ich denke, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Händlern, auf die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand zur Strukturerhaltung und zur Verstetigung des gut eingeschlagenen Weges. 2012, erste Quartal, ist auch gut gestartet, wie wir gehört haben. Was erwarten Sie für dieses ganze Jahr? Also ich gehe mal davon aus, dass wir etwa auf dem Ergebnis des ersten Quartals auch weiter wachsen werden. Genaue Zahlen kann man jetzt noch nicht sagen, dafür ist das Jahr noch zu frisch. Aber ich glaube, mal in dieser Größenordnung, wie das erste Quartal ist, kann man sagen, könnte es weitergehen. Frau Franzen, Sie haben vor wenigen Wochen das Vorstandsressort Finanzen übernommen bei Nordwest. Ein Ziel, das Sie hier gesagt haben, war das Stichwort Factoring. Welche Dienstleistung steckt genau dahinter? Was wollen Sie hier bewegen? Ja, sehr gerne erläutere ich das kurz. Das Thema Finanzierung im Mittelstand ist eines der wesentlichen Themen, was unsere Mitgliedsunternehmen bewegt und in heutiger Zeit immer mehr hervorsticht. Und um dieses Thema der Finanzierung im Mittelstand zu unterstützen, bieten wir verschiedene Dienstleistungen an. Die Zentralregulierung und damit einhergehend die Delgredere Funktion ist das eine, die Avale im Stahlgeschäft das andere. Aber wir haben festgestellt, mehr ist erwartet und notwendig und das ist das Factoring-Angebot, der Teamfaktor. Das Factoring-Angebot heißt, dass wir von unseren mittelständischen Partnern, den Händlern, die Forderung, die sie gegenüber ihren Debitoren haben, also ihren Handwerkern oder weiteren Händlern, an uns verkaufen können und wir ihnen sofort die Liquidität zur Verfügung stellen. Damit ist mehr Liquidität im einzelnen Unternehmen unserer mittelständischer Partner. Zum anderen wird der Prozess, der mit dem Eintreiben dieser Forderung zusammenhängt, natürlich deutlich erleichtert. Das heißt, administrative Tätigkeiten werden unseren Händlern erspart. Und das wird sehr gut angenommen. Wir haben im letzten Jahr über 50 Millionen in diesem Geschäft reguliert, obwohl wir ja dort noch im Aufbau sind. Das wird weiter wachsen und wir werden es mit weiteren Dienstleistungsfunktionen in diesem Bereich erweitern. Herr Jüngs, eine der Erfolgsstorys bei Nordwest scheint ja weiterhin das Lagergeschäft zu sein. Wollen Sie dort weitere Systempartner gewinnen? Wir werden daran arbeiten, unser Sortimentsangebot abzurunden und dementsprechend da, wo wir Sortimentslücken haben, noch weitere Partner zu gewinnen für uns. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viele Partner haben Sie? Wir liegen bei 14 Partnern zurzeit, die wir in der Vollabwicklung haben. Bleiben Sie auch in der kommenden Woche mit SHK TV auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin alles Gute.